Moin, hier ist NockXX mit einem Tutorial und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr eine Arcade für ein Casino bauen könnt. Mit Arcade meine ich jetzt eine einzelne Maschine, die funktioniert so. Wenn ihr hier auf einen Knopf drückt, fährt ein Minecart los. Und dann müsst ihr, wenn das Minecart, also sobald ihr den Knopf gedrückt habt, schnell die anderen Knöpfe drücken. Und das Minecart kommt dann am Ende, wenn ihr alle vier Knöpfe gedrückt habt, hier raus. Also hier fährt es hier da hinten drüber und ihr kriegt etwas aus dem Dispenser. Ich zeige euch das noch einmal von hinten. So. Also ihr drückt hier, Minecart fährt los und wenn ihr zu langsam seid und nicht die Weiche hier betätigt, fährt es im Kreis und immer so weiter. Ja, und am Ende fährt es über ein Detector Rail und dann kriegt ihr etwas aus einem Dispenser. Ich werde jetzt mal eben den Ort wechseln und mein Inventar zurechtordnen und euch dann zeigen, wie man das baut. Bis da bin ich wieder. Ich zeige euch eben, was ihr braucht. Ihr braucht Buttons ein paar. Pickaxe braucht ihr jetzt nicht. Ich mache das nur, weil ich mit Stein arbeite und wenn ich mich verbaue, geht's dann schneller. Redstone, Rails, Powered Rails, ein Detector Rail, Minecarts. Ihr braucht eigentlich nur eins, aber ich habe mir jetzt ein paar mehr, weil manchmal versaue ich das dann. Dispenser, Redstone Torch, Delayer oder Repeater braucht ihr eigentlich nicht. Ich hatte sie nur noch im Inventar. Ja, womit fangt ihr an? Ihr fangt zuerst an, dass ihr jetzt hier eine Erhöhung baut und dann so ein also oben eins und dann unten ein Rail platziert und dann das oben wegmacht. Ich habe jetzt gerade auf dem, also ich spiele gerade auf unserem Server und zeige es da drauf und da kann ich mit einem Klick als Admin mit der Pickaxe etwas wegmachen und habe auch unendlich Redstone und so, falls ihr euch jetzt fragt, warum das alles geht. Also, hier kommt später das das Minecart drauf. Dann braucht ihr Map hier ein zum Fahren. Warum habe ich das jetzt gerade so? Und dann kommt ja eigentlich schon die Kurve. Und hier ist dann die entscheidende Stelle. Ihr werdet hier erstmal das so bauen, dass ihr den dahin macht, dass sich die Weiche dahin zuerst biegt. Und dann kommt hier einfach so etwas im Kreis, dass es sich dahin biegt. Später werden wir das noch leicht ändern. Ich zeige euch dann warum. Ja, sorry, ich bin etwas verschnupft. Ja, dann kommt hier Redstone hin. Stein oder was auch immer mit dem zweiten Button. Hier kommt ein Button hin und hier. Hier kommt der Button hin, damit das Rail anfängt zu leuchten und das Minecart praktisch loslässt. Und hier, um später die Weiche zu ändern. So, hier macht ihr dann eigentlich genauso weiter. Habe ich das jetzt richtig? Ja, eigentlich macht ihr das dann ganz simpel so. Und dann einfach noch einmal. Das könnt ihr jetzt eigentlich so lang machen, wie ihr wollt. Es wird nur immer schwerer. Evil Chicken. Oh nein. So. Und jetzt ist es auch weg. Und ich mache es jetzt einfach mal mit 4. Und am Ende ist wichtig, dass ihr es hier so macht. Ups, jetzt habe ich doch Detector Rail. So. Ups, hier noch nicht. Jetzt der Dispenser. Und hier kommt dann das rein, was ihr verschenken wollt. Weil ich die Delayer nicht brauche, tue ich die einfach mal rein. Und hier kommt dann wieder ein Stein vor, weil das, ich glaube, seit dem neuesten Update dann durch den Stein das drückt und das dann da rauskommt. Ich mache das jetzt einfach der Schönheit halber so. Wenn ihr das jetzt so macht, werdet ihr auf das Problem stoßen, dass das Minecart entweder nur bis hier kommt, weil Minecarts mit Power Rail Anschub maximal bis 8 Blöcke weit kommen. Das wäre ja dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, das war gerade falsch, was ich gesagt habe. Sie kommen mit Power Rail 8 Blöcke weit, wenn sie nicht beladen sind. Wenn ich mich jetzt reinsetzen würde, würden sie 64 Blöcke weit kommen. Aber da ihr da nicht immer einen drin haben wollt, kommt das nur 8 Blöcke. Zu dem Zweck habe ich jetzt einfach hier ein paar Powered Rails eingebaut. Dafür brauche ich die. Dafür macht ihr es einfach immer 2 tief.
Ich mache es jetzt einfach zum Stein. Ihr könntet sonst auch da reinspringen. Und platziert hier überall Detector Rails. Hier ist das wichtigste Detector Rail, weil er sonst an Schwung verliert, je öfter man es probiert, weil viele Leute drücken dann, wenn sie es beim ersten Mal nicht schaffen, den hier öfters und dann verliert das Minecart irgendwie an Schwung, weil es nicht vielleicht bis nach ganz oben rutscht und all solche Gründe. Deshalb solltet ihr das hier auf jeden Fall ein Detector Rail einbauen. Powered Rail, Mann. Ich könnte das jetzt noch bis an alle anderen weiterführen. Ich mach's aber nur noch hier an so ein paar Knotenpunkten. Auch wenn da eins ist, sollte man schon. Man sollte eigentlich an jeder Kreuzung, wenn man es länger macht, das machen. Aber ihr könnt es auch einfach genau nachziehen, wenn ihr jetzt nicht so viele Power Rails habt. Damit es auch schön hell bleibt und keine Monster spawnen, lasse ich das an. So. Und hier noch eins. Ich glaube, dann war es das sogar. Oh nein, stimmt. Am Ende solltet ihr auch eins machen, weil hier ist so ein kleiner Schwung. Ich habe jetzt sowieso zu viele, aber das ist euch überlassen, weil wenn ihr es länger macht, Kohle. Wenn ihr es länger macht, werdet ihr sowieso das ja merken, wo es an Schwung verliert und wo nicht. Jetzt könnt ihr das hier noch nett verpacken. Irgendwie mit Stein drum oder so. Und das dann sonst wie bei der Karte, wo ich euch das am Anfang gezeigt habe, machen. Ich habe es jetzt noch so gemacht, dass wenn man. Ups, ich wollte mir Glas geben. Einmal das da wegschicken. So, dass das jetzt hier an Glas stößt und hier auch überall über den Knöpfen und über dem Dispenser Glas ist und den Rest man nicht sieht. Ihr könnt natürlich auch alles sichtbar machen. Aber ich finde, so ist das netter, weil so kann man erstens, wenn man das Prinzip nicht versteht, die Schaltung, oh, man kann es doch nicht. Dann habe ich das bei dem anderen, glaube ich, etwas länger gemacht. Habe ich das bei dem anderen, glaube ich, etwas länger gemacht, weil da konnte man das Redstone noch sehen und das System dann auch verstehen. Sonst geht es so, wenn man das einmal drückt, dass es dann funktioniert. Hier klappt auch alles. Es könnte sein, dass bei euch irgendwie Schwierigkeiten auftreten, dass es nicht funktioniert, etc. Dann kann es entweder daran liegen, dass die Us hier, also wenn man sich so hinstellt, sind es ja praktisch Us, nicht richtig angebunden sind, es zu wenig Schub hat, vielleicht ihr einen Redstone vergessen habt, oder wenn nichts aus dem Dispenser kommt, dass ihr den falsch angeschlossen habt. Einfach nochmal nachgucken. Es ist ziemlich schwer, wenn man mit der Übung kann man schaffen. Es ist eventuell sogar noch leichter. Hat das jetzt geklappt? Oh, ihr solltet schon aufpassen, dass ihr es nicht wie hier auf Gras macht, sondern woanders. Ja, auf Stein oder so, dass keine Tiere oder Monster spawnen. Weil sobald etwas hier liegt. Schwein, geh weg. Sobald etwas da auf der. Ups, das war das Redstone. Oh, gut. Ja. Sobald etwas auf der Strecke liegt, fahren Minecarts eigentlich nicht weiter. Ich kann es einmal zeigen. Ich weiß nicht, ob das auch mit Schwein drin funktioniert. Seht ihr, das Redstone bremst. Dieser eine Redstone-Staub-Partikel, whatever, bremst das schwere Minecart mit einem geglitschten Schwein. Ja, das war erstmal das Tutorial von mir. Wenn ihr Fragen habt, postet sie in den Comments. Ihr könnt das Video natürlich auch liken und uns abonnieren. Das war's. Bis